Wer denkt, dass an Flughäfen nur Drogen geschmuggelt werden, der irrt sich. Deshalb heute für euch 10 seltsame Funde der Flughafensicherheit. Nummer 10. Das Röntgengerät schlägt Alarm und die Sicherheitsleute sind gewarnt. Das passiert so einige Male am Tag. Doch diese Alarmierung sollte etwas ganz Besonderes werden. Stelle dir jetzt das Gesicht eines Mitarbeiters vor, der plötzlich eine Weste hervorholt, die mit lauter Drähten und kleinen Beuteln bestückt ist. Eine Selbstmordweste? Nein, am Ende stellte sich zum Glück heraus, dass es nur eine Attrappe war, die ein Sprengstoffexperte zu Lehrzwecken transportieren wollte. Das war für die Angestellten bestimmt eine riesige Erleichterung. Und die Nummer 9. Tatsächlich kommt es im Jahr mehrmals vor, dass Passagiere versuchen, einen Auto-Airbag mitzunehmen. Dies ist allerdings von der deutschen Flugsicherung DFS verboten und so darf ein Airbag nicht mitgeführt werden. Warum auch immer man einen Airbag mitnehmen sollte? Vielleicht um eventuelle Crashs im Flugzeug zu dämpfen, aber ob das was bringt, ich weiß es nicht. Machen wir weiter mit der Nummer 8. Wenig kurios, dafür aber sehr gefährlich. Alleine in den USA wurden von Mitarbeitern der Transportsicherheit 2015 mehr als 1900 Waffen bei Reisenden entdeckt. Die erschreckende Bilanz dabei war, dass 85% der Waffen auch noch geladen waren. Und die Nummer 7. Wir bleiben beim Thema Waffen. Es ist unglaublich, dass tatsächlich ein Passagier versuchte, 2012 eine echte Panzerfaust mit an Bord zu nehmen. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Panzerfaust. Die Transportation Security Administration, kurz TSA, verstand natürlich hier keinen Spaß und verbannte diese aus dem Flughafen. Kommen wir nun zu Nummer 6. Als die Flughafensicherheit diesen merkwürdigen Fund gemacht hatte, war allen nicht ganz klar, ob sie nun lachen oder stillstehen sollten. Ein Passagier aus den USA kam nämlich auf die glorreiche Idee, sich einen Keuschheitsgürtel umzulegen. Das sagt dann wohl mehr als 1000 Worte. Oh Mann, machen wir lieber schnell weiter. Nummer 5. Der Reisende, der jetzt kommt, besitzt anscheinend ein sehr großes Aquarium. Denn nichts außer Wasser und insgesamt 240 lebende Wasserbewohner fand man im Koffer des Mannes. Darunter waren zum Beispiel exotische Fische, Schildkröten und auch verschiedene Korallenarten. Okay, Platz 4. Im Jahr 2010 versuchte eine 31-jährige Frau, einen Babytiger mitzuschmuggeln. Sie betäubte vor der Reise den Tiger und legte ihn anschließend mit einigen Tigerstofftieren in den Koffer. Nur blöd, dass die Mitarbeiter des Flughafens ein schlagendes Herz durch den Gepäckscanner sahen und diesem auf den Grund ging. Die Frau wurde daraufhin verhaftet. Kommen wir zu Top 3. Eine 26-jährige Frau versuchte auf ihre ganz eigene und persönliche Art Drogen zu schmuggeln. Denn sie kam auf die verrückte Idee, die Drogen in einem Sexspielzeug zu verstecken, um genau zu sein, in einem Vibrator. Und wo versteckte sie diesen wiederum? Natürlich, genau an der Stelle, an der ihr es gerade vermutet. Aufgeflogen ist sie dann durch die metallischen Kontakte im Gerät. Tja, Pech gehabt. Machen wir weiter mit der Nummer 2. Wer glaubt, das hier alles war schon verrückt genug, der irrt sich. Ein Mann hatte sich extra ein Bein gebrochen, um daraufhin einen Gips zu tragen, der aus 100%igem Kokain bestand. Eigentlich hätten ihn die Beamten überhaupt nicht ertappt. Denn wer kommt schon auf die verrückte Idee, dass ein Gips komplett aus Kokain bestehen könnte? Doch als die Beamten auch in dem Koffer des Mannes eine Packung Kokain fanden, durchsuchten sie ihn genauer. Dumm gelaufen. Und auf Platz 1. Wer durch Google nicht schlauer wird, wo er eine Leiche verstecken soll, der kommt vielleicht auf die Idee, diese zu vergraben oder ins Wasser zu werfen. Doch zwei deutschen Frauen kam die grandiose Idee, eine Leiche doch einfach von Liverpool nach Berlin zu schmuggeln. Und das Ganze natürlich in einem öffentlichen Flugzeug. Das Duo hatte versucht, die Leiche eines 91-jährigen Mannes auf einem Rollstuhl sitzend und mit einer Sonnenbrille verkleidet durch die Flughafensicherheit zu schieben. Das hat allerdings nicht ganz so geklappt, wie sie es sich vorgestellt haben und die beiden Damen wurden festgenommen. Tja, so schnell kann's gehen. Übrigens Leute, ein guter Freund startet jetzt mit uns Made My Day auf Russisch, weil wir gesehen haben, dass viele von euch aus der Region kommen. Hier könnt ihr einfach raufklicken, dann kommt ihr zum Kanal oder den Link in der Infobox, kennt ihr ja die Geschichte. Danke auf jeden Fall für jeden Support, der da ankommt. Ich wünsche euch noch einen guten und sicheren Flug, wenn einer ansteht. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.